Ein herzliches Hallo an alle Gaming-Fans da draußen. Wir sind wieder hier zurück in Life is Strange und keine Zeit zu verlieren. Wir machen einfach weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Going to get pissed at me this week. That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Are you kidding? After yesterday, I'm kind of over guns, Chloe. Freaks me out that you have one. Don't you trust me? Yes, but not that gun. You have more power than an army. Don't be scared of my little toy. Besides, we need it for the test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. Okay. Tolle, tolle Aufgaben hier. Wir haben uns kein bisschen geändert im Gegensatz zu früher. Wir wollen nicht trinken, wir wollen nichts mit der Waffe zu tun haben. Sie hat nichts daraus gelernt. Sie will ja was mit beiden zu tun haben. Und eine sehr tolle Kombination aus Waffen und Flaschen. Ich werde auch gleich mal die Zeit zurückdrehen, während ich das alles erkläre. Außerdem habe ich auch endlich mal wieder nach langerer Zeit meinen PC fertig gekriegt. Und es dürfte nicht mehr so schnell ruckeln. Eigentlich die nächste Zeit gar nicht mehr. Weil mein neuer PC nämlich besser ist. Und ich hoffe doch, dass das jetzt für die nächsten Spiele reicht. Every car has its own tale in history. Ja, so ziemlich jedes Auto hat seine eigene Story und Geschichte zu erzählen. Oh, eine Bottle. Look. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. Ja, ich glaube, wir werden schon beim Flaschensammeln einiges schief machen und dann zu der Zeit öfters zurückdrehen müssen. Vermute ich mal. Ja. Stupid bottle. Wie ich es mir schon gedacht habe. Das Ende vom Lied ist, wir können dann wahrscheinlich, wenn irgendwas passiert und wir wirklich die Zeit zurückdrehen müssen, können wir sie womöglich nicht zurückdrehen. Ich komm, gleich hier holen. Yay. Ich habe auch ein bisschen zu. Hello, bottle number one. 4 more to go. Hallo, Flasche Nummer 1. Noch eine mehr, ja. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, ich habe mir ein bisschen zu wenig Kopf und Gedanken darüber gemacht. Oh, eine alte Puppe. Wegen den Bildern, dass ich die irgendwie schießen kann. Das hatte ich hier doch irgendwo, genau. Hier sollte die Story. Also quasi das Tagebuch, das wir, was wir eh schon erlebt haben, mit ein paar persönlichen Noten von der Hauptdarstellerin. Aber sonst eigentlich dasselbe mit den Albträumen, dass man Chloe vor der Waffe gerettet hat, dass man festgestellt hat, dass man diese Fähigkeiten hat zum Zeit zurückdrehen, dass Nathan Prescott ein Arschloch ist. Zumindest mit seiner Waffe, was er macht. Das mit der Farbe. Das ist etwas, was wir irgendwie übersehen haben, was wir nicht mitgekriegt haben. War ja irgendwo ein Schwangerschaftstest. Den habe ich auch nicht gesehen. Na, hier habe ich das Foto davon gemacht. Dass er sich für toll hält und das Ganze wie, keine Ahnung was, kommandiert. Quasi die ganze Geschichte, die wir jetzt schon hatten. Nochmal. Wo wir mit Chloe auf dem Bett getanzt haben, dass wir das mit dem Dope auf uns genommen haben.
alles, was sie schon gesehen haben. Weil wir das ja spielen. Na, ich gucke trotzdem die Seiten an für diejenigen, die das halt pausieren wollen und sich nochmal durchlesen. Da kann man das durchaus lassen, aber ich finde, das ist jetzt ein bisschen zu viel Text für mich, dass ich das alles lesen tue, übersetzen tue und dann noch so in eine Reihenfolge stecke, dass es halt für den normalen Deutschen zu lesen ist. Also jeder weiß, wenn man Englisch wortwörtlich übersetzt, dann kommt da nur bla 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 raus. Und das muss man halt noch logisch umstellen, dass man es auch auf Deutsch versteht. Boah, ist das eine Menge. Eine Menge an Seiten. Und das wäre hier bei so vielen Seiten, weil er eigentlich nur Stück für Stück nachkommt, doch schon ein bisschen viel Text. Ah, wir sind wieder durch. Gut. Hier die ganzen Charaktere, die ich aber jetzt auch nicht meinte. Huch. Nein. Halt. Achso. Gibt es nur Exit. Uns fehlt noch eine Person. Ich würde auf einen Mann tippen, der uns noch fehlt. Von den Umrissen her. Halt, ich wollte aber hier auf die Fotos. Genau. War das hier? Nein. Hier. Nein. Hä? Bin ich doof? Ne, da ist noch nichts. Ach, Episode 1 und 2. Genau hier. Ne? Die Bilder. Jetzt habe ich es gefunden. Davon fehlt uns ein Bild. 142 von dem Reh. Ich glaube, das ist Warren. Jimmy Class, Donut. Ja, das habe ich so ein bisschen verpasst. Wenn die hier. Bei der vorgehenden Story habe ich auch einiges irgendwie nicht. Das Eichhörnchen habe ich. Aber hier andere Dinge nicht. Fehlt halt so einiges. Achso, nur die zwei Seiten. Ja. Da war ich nicht ganz gründlich. Gündlich. Gündlich. This is the scariest thing here. Ach, eine alte Puppe. This is the scariest thing here. Sie wiederholt sich nur. Old Camera. Oh, da kann sie doch einiges dazu erzählen. Beyond repair. Rest in peace. Weit jenseits der Operatur. Ruhe in Frieden. Arme Kamera. Die sah auch wirklich nicht mehr so gut aus. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Brauchen noch. Nope, I don't want to go there. I don't want to go that way. Oh, okay. I don't want to go that way. Oh. Kann man da ein Bild machen? Hallo? Nein. Oh, komm. So. Kommt das her? Ne, die haben sofort ab. Ich glaube, wenn man hier lang geht, kann man hier erschlagen werden oder was? I'm sure this is a popular party pit. Ah ja. Für die Party. Boom. Only 3 bottles left. 3 Flaschen fehlen noch, oh Gott. Hey, ja, man wird ja gezwungen, das zu überstrapazieren hier. Ich warte, bis die erstmal geschrieben haben. Dann gucken wir das mal von Anfang an. Okay, jetzt können wir gucken. Das sind ja noch alte Nachrichten von früher, denke ich mal. Das ist ja aber wegen dem der Schlägerei, glaube ich. Ich bin gerade beschäftigt. Moment. Ah, hier. Er macht einen Hausanruf, um herauszufinden, was halt los ist. Achso, er nimmt ein sehr ernstes Wissenschaftsgesicht an. What do you know about? Was weißt du über Relativität, Wurmlöcher und Zeitreisen?
So, jetzt bin ich Dr. Wu oder Dr. Brown. Also Dr. Brown, wenn man die Filme halt kennt, ne? Ist halt Insider. Von welcher Klasse? Er kriegt niemals irgendeine Art von richtig toller Wissenschaft über Zeitreisen als Hausaufgaben. Und da weiß, dass das Shit ist. Ich erkläre es im Detail später, wenn du mir derzeit nur helfen könntest, würdest. Was? Ach so, was? Ich verstehe den Anfang nicht so ganz. Er mag Zeit. Texte sind. Dieses Verb sagt mir gerade nichts. Infinite. Also Nachrichten sind kein Problem. Er hat ja ultimativ viele Nachrichten, die er schicken kann. Also quasi eine SMS-Flatrate wahrscheinlich. Ich mache da eine Liste von guten Büchern, also ja, die das Thema behandeln. Und Webseiten und Filmen. Achso, und er gratuliert uns zu unserem neu gewonnenen Interesse an Wissenschaft. Du weißt, ich mag Science Fiction. Aber denk genau darüber nach, okay? Ruf mich an jederzeit. Wenn du andere Fragen hast. Was TARDIS? Er ist im TARDIS und macht seinen DeLorean bereit. TARDIS. Ich glaube Labor oder so. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich habe auch gerade keinen Übersetzer hier bei mir. We are so going ape. What? Dieser englische Slane ist gerade ein bisschen schwer für mich zu übersetzen. Ja, er redet immer so von Insidern und das sind halt schwer zu übersetzen. Wenn man bestimmte Schlüsselwörter nicht hat, um es zu übersetzen. Hell yeah, wie will. Ja, irgendwo, da will irgendwo hinfahren, wahrscheinlich in irgendeinen Drive-In mit seinem Auto. Going Ape. Also, wir werden wahrscheinlich zu Affen werden, irgendwie sowas. Newburgh ist 60 Miles. Also, Newburgh ist wahrscheinlich 60 Meilen weit weg. Wir könnten da zum Drive-In oder so. Also nicht weit weg anscheinend. Ja, das können wir durchaus machen in deinem Auto. Oh, ich hänge mich gerade voll auf in der Übersetzung. We have to get supplies for the drive. Also wir müssen Vorräte für den Drive-In holen. Oder vom Drive-In. Vielleicht können wir vorher noch dinieren. In ein Dinner gehen vorher. Oder was auch immer. Wie auch immer. Go Ape. Los Affe. Zu spät. Irgendwie. Ja, Sling zu übersetzen ist nicht ganz leicht. Man wird hier echt gezwungen, alles vor und zurück zu spulen. Warum fällt das auch immer alles um? Gibt keine erkennbare. Dann fall doch um. Hallo. Ach, wahrscheinlich nur, weil ich drin bin und raus wollte, wa? Graffiti. Kann man das Thanks for the tip. Ist Schrott und lebe. Naja, man kann das auch anders übersetzen, aber
glaube nicht, dass die andere Übersetzung toll ist. Hier gibt es nichts mehr. Okay, immer diese tollen Übersetzungen. Oh, kann man hier weiter rumlaufen? Nope, I don't want to go there. I don't want to go there. Okay. Dahin möchte sie also nicht gehen. Ach halt, ich kann da auch rennen, aber sie will irgendwie nicht rennen. Look at this. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Diese ganzen heruntergekommenen und nicht mehr um sich gekümmerten Autos, die hier vor sich hinrosten, machen sie ein wenig depressiv oder weniger launig. Sag ich mal, zieht sie ein bisschen runter. Da hat sie gemeint, naja, nicht, dass es so ein bisschen gothic Tendenzen. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more about Rachel here. Ja, vielleicht kannst du mir über Rachel finden. I can't see Chloe playing with makeup. Oh, Fotos. They really were besties. That could have been me instead of Rachel. Die zwei waren zusammen Bestien. Richtig wild. Wilde Frauen. That kind of hurts. Ja, das tut schon ein bisschen weh. Chloe und Rachel, ne? CR. Die haben sich echt gut verstanden, die zwei. Und hier waren sie auch sehr oft zusammen. Oh, Rachel. 13 zu 4. Da war aber jemand gut. Now, what's up with this weird secret relationship? Sounds like Rachel was confused about it, maybe even ashamed. I wish she named names. I better not show this to Chloe or she will be seriously hurt. Okay, da scheint irgendwas drauf zu stehen. Das kann ein bisschen dauern. Ich probiere mal Stück für Stück zu übersetzen. Also sie hat auch gemeint, dass wir das am besten nicht Chloe zeigen sollten. Vielleicht das ist ein Abschiedsbrief von Rachel. Du kannst erzählen, so oft du willst, diese Nachricht. Also, ich habe quasi mein Bein ausgerissen, um dir diese Nachricht zu schreiben, also sie dir zu geben. Weil ich will, dass du die Nachricht findest, wenn ich mal nicht da bin. Weil wir niemals darüber gesprochen haben. Und ich möchte nicht, dass du mich hast. Wo soll ich nur anfangen? Ich habe noch niemanden getroffen, der so unterschiedlich ist zwischen den anderen Idioten, diesen Lahmärschen aus dem Vortex Club. Snobs, also quasi, wie meint sie, Chloe, ne? Die ist ja komplett anders als sie, diese Vortex-Club-Leute. Meltdown. Ich weiß, du hast ein Meltdown, was ich jetzt halt auch nicht weiß, wenn ich dir sage, dass sie eklig ist. Ah, nee. Warte mal. Ich glaube, das heißt Meltdown, quasi, wenn man sich depressiv fühlt, also wenn die Stimmung nach unten schlägt, so zack. Wenn man halt irgendwas, einen Schock zu hören kriegt in der Richtung. Wenn ich dir sage, er ist eklig, aber mit er hat sie nicht definiert, wer genau. Sie, ne? Dass sie sich halt schlecht fühlt, wenn sie sagt, dass er eklig ist.
Aber ich schwöre, er ist weise und unkonventionell. Ein bisschen gruselig, aber nicht als Bad Boy, also als böser Junge. Er sammelt nur Erfahrungen auf merkwürdige Art und Weise für merkwürdige Sachen. Okay, diesen Kürzel sag ich, kenne ich nicht. Sick Science? Soll für irgendwas stehen? Das hört mich gerade ein bisschen. I won't blame you for freaking. Also ich würde dir das, also wahrscheinlich ist sie mit dem irgendwie zusammen oder will was mit dem oder findet den nicht gerade schlecht, die findet den irgendwie toll. Ich möchte dich nicht blamieren quasi. Quark, ich würde es nicht jetzt fehlt mir gerade das Wort, um zu übersetzen. Ich hab's im Kopf, aber es kommt nicht. Ich würde es dir nicht schlecht finden, also böse, ich würde es dir nicht böse nehmen, genau, wenn du ausflippst, deswegen. Vielleicht weiß ich ja, dass du recht hast. Deswegen behalte ich das erstmal als mein Geheimnis. Ich hasse es, das nicht mit dir zu teilen. Also das mit dir zu teilen. Du akzeptierst und ich weiß. Warte mal, sharing this. Ach so, ja. Ich hasse es, das nicht mit dir zu teilen, vor allem weil sie weiß, dass sie halt dann so ein stinkendes Auge auf sie wirft, also so ein böses. Ja, und würdest mich rösten für jedes dumme Detail. Also wenn man das halt näher ausführt, wie sie über den Mann halt toll findet, irgendwie so. Wenn ich das irgendwie letzte Nacht erzählt habe, wir sind in der Nähe des Campus. Das irgendwie so, hey, die Nachricht, ja, okay. Tut mir leid, ich habe es probiert zu übersetzen. Also ganz schlau werde ich da jetzt auch nicht raus. Aber ich habe es probiert.